Die Sims-Community leistet oft Großes, unter anderem ein besonderes Megaprojekt, das Harry Potter-Universum in Die Sims 4 möchte ich in diesem Video genauer vorstellen. Ich kenne meine Community und weiß, dass viele von euch das Harry Potter-Universum und die damit verbundenen Charaktere mehr als nur ins Herz geschlossen haben. Dessen ist wohl auch die deutsche Simmerin Simproof bewusst, welche mit vielen anderen genialen Creatoren aus der Community das Megaprojekt der Harry Potter-Welt auf die Beine gestellt hat. Hierbei haben die Simmer die Welt Windenburg komplett umgebaut und wichtige Schauplätze sowie Schlüsselfiguren aus den Büchern und Filmen detailliert nachgestellt. Neben dem gigantischen Hogwarts-Schloss wurde auch das Quidditch-Feld der dazugehörigen eigenen Sportart Quidditch nacherstellt, welches im Sims-Maßstab ein wenig kleiner wirkt. Aber auch die Wohnreihe der unsympathischen Dursleys kann nun besucht werden. Windenburg als Kulisse passt hier meiner Meinung nach super rein. Ich liebe solche Kooperationen, in denen die ganze Community zusammenarbeitet, um was ziemlich Großartiges zu erstellen. Es gibt hier den Harry Potter Haushalt mit Harry, Ron und Hermine natürlich. Das scheint das Magieministerium zu sein. Kann man sich herleiten, was da die Aufgabe von den beiden ist. Lord Voldemort ist mit dabei. Wir haben hier auch noch weitere Haushalte. Tom Riddle sagt mir irgendwie auch was. Die Malfoys wohnen hier ebenfalls, aber ich glaube, wir besuchen mal den fast wichtigsten Haushalt. Da wären wir auch schon. Ich glaube, die drei befinden sich hier gerade in der Winkelgasse. Ich glaube, mein Harry Potter-Wissen wurde massiv auf jeden Fall durch Cold Mirror und ihren 5 Minuten Harry Podcast geprägt. Den mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Das ist schon super detailliert hier alles gebaut. Jede von diesen kleinen Häuschen ist komplett eingerichtet. Alles natürlich auch super verwinkelt, wie man es erwarten würde. Es sind hier auch super kreative Bautechniken irgendwie mit drin. Also zum Beispiel hier die vergrößerten Bögen, einfach den gleichen Bogen viermal größer gemacht. Das gibt hier natürlich schon einen ganz coolen Effekt. Und ganz ehrlich, hier die Ruinen aus Zeit für Freunde zu benutzen, um hier so eine coole Tür zu machen, da wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen alleine. Jetzt auch Hogwarts hier nochmal sehr im Detail. Wie lange muss das gedauert haben? Also dieses Grundstück hat tatsächlich Simproof gebaut. Die anderen Grundstücke kommen von ganz vielen anderen Zimmern. Das ist einfach unglaublich. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Stockwerke das hier sind. Hier sind auch noch so kleine Eulen. Und ihr merkt vielleicht schon, dieses Grundstück ist so massiv, dass mein sonst sehr guter PC hier so ein bisschen fast in Schwitzen kommt und es hier so ganz leichte Mikroruckler gibt. Also ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, wie detailliert dieses Grundstück doch ist. Ach schön, wenn wir jetzt hier weiterreisen, landet Hermine hier in den Stein. Das ist natürlich auch sehr schön. Wir müssen natürlich erstmal an die Tür klopfen und es wird eine ganze Sims-Weile dauern, bis Hermine hier oben angekommen ist. Hier ist der Festsaal, den wir schon aus dem ersten Film kennen. Wenn ihr den Cold Mirror Podcast hört, dann wisst ihr auch schon, das Essen war im Film wirklich echt da und hat dann alles vollgestunken, als es schlecht geworden ist. Das sieht wirklich prunkvoll aus. Da freue ich mich dann fast sogar so ein bisschen auf dieses Schlossset, was dann im nächsten Jahr kommen soll für die Sims 4. Damit kann man sowas dann natürlich noch detaillierter bauen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Hier sieht man natürlich nochmal die einzelnen Häuser. Der Raum hier ist natürlich sehr bunt. Okay, hier sind so, so Bowlingbälle. Die Bowlingbälle sollen wahrscheinlich diese Zauberkugeln darstellen. Auch eine sehr kreative Idee. Ihr merkt schon, hier wurden auch super viele verschiedene Packs benutzt. Natürlich hier Zeit für Freunde. Wir befinden uns ja auch in Zeit für Freunde. Aber hier ist auch ein Objekt aus Reich der Magie. Es ist also super viel. Hier wohnen die ganzen Lehrer von Hogwarts, die sich hier irgendwo versteckt haben. Ganz ehrlich, das dauert jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile, die zu finden. Ich finde, hier merkt man auch mal wieder, wie verwinkelt Hogwarts eigentlich ist. Hier sind so viele kleine Räume, Gänge und irgendwelche abgewinkelten Bereiche. Es ist echt crazy. Hier treibt sich Molly Weasley rum. Ich finde es auch wirklich sehr cool, dass die ganze Welt natürlich mit den passenden Sims bevölkert ist. So muss es ja auch sein. Ah, hier ist McGonagall und Rolanda Hooch. Die beiden unterhalten sich hier. Die haben hier natürlich auch ihre eigenen Gruppen, Order of the Phoenix. Die sind definitiv nicht in der Zeit für Freunde Erweiterung enthalten gewesen. Ich bin jetzt einfach mal weitergesprungen in ein anderes der zahlreichen Grundstücke in dieser Welt. Das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr bunt und hier bis ins kleinste Detail ausdekoriert. Das ist ja wirklich krass. Okay, hier hinten ist es dann nicht mehr bebaut. Da könntet ihr selber kreativ werden und vielleicht so ein bisschen eure eigenen Harry Potter Gebäude hier entwerfen, sage ich mal, im passenden Stil.
Hier gibt es nochmal ein Wellness Center. Diese Region von Windenburg beinhaltet ganz viele verschiedene Geschäfte, in denen die Sims einkaufen können. Das ist also alles super niedlich gemacht. Ich schaue jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen rum. Es sieht auch echt wunderschön aus. Ich glaube, dieser Bahnhof sollte euch auch, wenn ihr die Harry Potter Filme gesehen habt, irgendwie bekannt vorkommen. Den Zug kann man natürlich leider nicht so im Detail nachbauen. Das sind diese Basisspielzüge, die hier verwendet wurden. Ist aber auf jeden Fall auch echt schnuckelig. Oh, das Glasdach sieht ja genial aus. Das ist ja wirklich cool. Schauen wir nochmal ein bisschen weiter. Hier sind natürlich noch ein paar andere Grundstücke. Wow, also ganz ehrlich, selbst wenn ihr keine Harry Potter Fans seid, diese Architektur hier macht echt was her, kann man nicht sagen. Und als letztes schauen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen in den Malfoy-Haushalt rein. Die wohnen in diesem großen Palazzo hier. Ich finde es total ungewohnt, weil ihr ja wahrscheinlich auch das Chalet kennt, was hier normalerweise in Windenburg steht. Und hier mal so ein ganz anderes Gebäude zu sehen, hat natürlich auch was. Hier rennen also die Malfoys rum. Da kenne ich tatsächlich eigentlich nur Draco Malfoy. Ich habe noch gar nicht darauf geachtet, ob die auch Beziehungen zueinander haben. Nee, das tatsächlich nicht. Aber wäre, glaube ich, auch ganz schön stressig gewesen, das bei jedem Sim einzeln zu definieren. Oh, hier draußen sind auch ganz viele Grabsteine. Ein bisschen bedrohlicher. Nee, also ich muss sagen, dieses Projekt ist wirklich extrem gelungen. Kann ich nur allen empfehlen, es einfach mal herunterzuladen, wenn ihr, sagen wir mal, alle Packs oder viele Packs für die Sims 4 besitzt. Aber ich muss wirklich sagen, wenn so viele Simmer zusammenarbeiten, gibt es wirklich was total Cooles. Also mir gefällt dieses Projekt super gut. Ich hoffe, dass sich die Community öfters mal zusammenrafft und solche Megaprojekte auf die Beine stellt. Ich will auch gar nicht wissen, wie lange das alles gedauert hat. Schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei, wenn ihr Harry Potter Fans seid, wenn ihr die Welt selber mal im Spiel erleben wollt. Ich glaube, es ist auch mal eine ganz nette Abwechslung, einfach mit den Sims, die hier so in der Welt sind, zu spielen und mal da so ein bisschen mit den Sims das Gameplay zu erleben. Werdet ihr euch den Spielstand runterladen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.